Okay, noch ein Versuch. Ist die Frage, soll ich erst da oben lang gehen? Weil ich glaube, hier geht es weiter. Einmal noch, dann versuche ich es mit einer Haarnadel. Paar Knüppel und ein Wolfsfell. Ah ja, das ist eine Räuberhöhle, definitiv. Ach, und hier geht's gar nicht weiter. Hier sind Riesenpilze und ein Einsturz im Weg. Ob die Riesenpilze genießbar sind? Bei Fex, seine Hähnen haben sie zu ihm in eine Falle getappt. Die designtypischen Konstruktionen verstecken sich vielerorts. Aua. Ich nehme die Sache in die Hand. Zwei Wunden ist nicht so schön. Kriegt sie beide weg? Ja. Gut, da sollten wir etwas vor... Wir sollten ab jetzt vielleicht lieber gehen. Wenn hier noch weitere Fallen sein können. Und da unten ist Erzmagier Rakborium. Einfach so. Aber sieht so aus, als könnten wir hier wieder laufen. Ich mach das schon. Ja, früher bin ich in diesem Spiel eigentlich viel nur gegangen. Gerade in Landschaften und in den Dungeons. Ja, er redet da unten über Trolle. Haarnadel und eine Schlingenfalle. Haarnadel geht wieder an dich. Pfeile an dich. Schlingenfalle zum Verkaufen. Ich habe es nämlich nicht so mit den Fallen in solchen Spielen, muss ich ehrlich zugeben. So, hier ist noch ein Lager. Was? Wie? Wer seid ihr und schleicht sich heran wie eine maraskanische Schleichkatze wohl? Ja, und unser Gandalf für Arme. Verzeiht, ich bin Brennoir, Sohn des Thorin, Meister Rakorium. Ja, der bin ich wohl, diese Malereien. Ich würde ja... So sprecht doch, was wollt ihr von mir, mein Junge? Ihr scheint mir etwas verwirrt zu sein, Meister Rakorium. Ich bin hier, um nach euch zu suchen. Kommt mir nach draußen hinaus an die frische Luft und die warme Sonne. Eure beiden Novizen, Rufus und Dottel, machen sich bereits Gedanken um euch. Sie sagten, ihr könntet mir helfen, nach Ferdok zu kommen. Ich benötige nämlich zwei angesehene Fürsprecher für den Zöllner. Tja, also diese nutzigen Bengel, meine Novizen, wo stecken denn die beiden? Waren einfach weg, als wir am Wirtshaus, aber schön, dass wenigstens ihr noch da seid, Nottel. Ich bin nicht euer Novize, Nottel, Meister Rakborium, mein Name ist Brenno hier. Oh ja, ein schöner Name, und natürlich seid ihr nicht mein Novize. Wisst ihr, als ich noch jung war, wie hieß die Kleine noch gleich? Lass uns jetzt aufbrechen, ich begleite euch aus der Höhle.
Die Zeit rinnt, der Steuermann hält ihren Kurs. Muss heute noch Perdok erreichen. Also los jetzt. Zurück im Dorf gebe ich euch auch einläuben und schreiben für die Zollbrücke. Genau. Sollen doch die Geschuppten an den Brücken absperren, wir beide halten zusammen, nicht wahr? Was ist eigentlich mit all den seltsamen Findlingen, die hier überall anzufinden sind? Habt ihr etwas damit zu tun? Was genau habt ihr denn in dieser Höhle gemacht? Nehmen wir das erstmal. Oh ja, ich fürchte, das war mein Werk. Es waren Diener der Echsen und Drachen, wisst ihr. Aber ich fürchte, mein Zauber, sie werden bald wieder aus ihrer Starre erwachen. Aber wie war denn dieser andere Spruch, also dieser Dings? Ja, was genau habt ihr eigentlich in dieser Höhle gemacht? Geforscht, was denkt ihr denn, was sonst? Es gibt hier oder... Wollte ich Kräuter suchen? Bei Hesinde und Nando, sie habt ja eine seltsame Art, mich durcheinander zu bringen. Also wirklich. Jetzt fällt mir nicht mal ein, dieser eine Zauberspruch, wie hieß der? Oh, hallo, wollten wir nicht eben los? Wie auch immer ihr meint, dann nichts wie los. Gäste, nehmt deinen bis zu 4 Gruppenmitgliedern, über die du voll Kontrolle hast, teilen von Zeit zu Zeit Gastcharaktere deinen Weg. Sobald sie sich deiner Gruppe anschließen, folgen sie dir und ihr Charakterporträt erscheint in der Liste am rechten Rand. Sie agieren jedoch vollkommen eigenständig, sodass du sie weder ausrüsten noch ihr Kampfverhalten beeinflussen kannst. Mhm. Ich habe einen alten Mann gefunden, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich um den berühmten Zauberer Cobrium handelt. Wenn er es wirklich sein sollte, dann ist er im gleichen Maße verwirrt, wie er berühmt ist. Geleitet Rakorium aus der Höhle. Kaum zu glauben, dass der alte Mann, die ich am Ende der Spur von verstandenen Kreaturen vorfand, der berühmte Zauberer Rakorium sein soll. Ich glaube, ich sollte diesen verwirrten alten Mann schnellstens aus dieser Höhle führen, bevor noch ein ernstes Unglück geschieht. Ja, aber erst einmal nehmen wir die Räuber, die er versteinert hat, aus... Und Falle ausgelöst. Das war allerdings nur Schmerz. Zu euren Diensten. Widerschlösser öffnen, misslungen. Eine gute Entscheidung. Hm. Ach ja, wir können ja nicht so weit weg, weil sonst die Gruppenmitglieder uns folgen. Gucken wir erstmal die andere Truppe. Mal sehen, ob er bei der mehr Glück hat. Ja, hat er. Wieder Wolfsfälle und Knüppel. Folgt mir. Hm. Okay, jetzt beim nächsten Mal benutze ich eine Haarnadel. Mal gucken, ob es dann klappt. Eine gute Entscheidung. Und ja, Rakorium selber können wir nicht mal auswählen. Lederne Armschienen. Hm. Habe ich überhaupt schon was? Achso, lederne Armschienen, das wäre... Trägt sie schon? Er trägt Handschuhe auf dem Slot. Gute Entscheidung. Machen wir mal wieder ein bisschen Ordnung. Belmar Blatt auf die zweite Seite. Ja, die kann hier oben hin, falls ein anderer Charakter Armschienen braucht demnächst. Das ist alles Ressourcen, das ist Gebrauchsgegenstände. Heilsalbe. Ja, die ist nicht schlecht für Wunden heilen. Gut. Ansonsten können doch die Gulmon-Blätter zu dir eigentlich. So, jetzt können wir mal hier runter gucken.
So, noch ein Gullmann-Blatt und Messer zum Verkaufen. Oh, hier geht's ja noch weiter rund. Oh, eine kleine Grotte. Wenn man das so nennen möchte. So, diesmal entschärfe ich die Falle, bevor Drano versucht, die Truhe zu öffnen. Au. Feuermoos. Hey, Einbeersaft. Au. Ja, und Heilkunde Gift hat keiner. Oder? Hast du Heilkunde Gift? Nein. Ja, alle mal hergehört. Au. Also ja, das heilt genau dagegen fast. Also ein bisschen stärker heilt sogar. Probieren wir es mal hier mit einer Haarnadel. Gut. Einfacher Verband. Haarnadel, Räuberembleme 5 Stück. Das ist praktisch. Und ja, Rakorium kennen wir übrigens auch aus Am Fluss der Zeit. So, dass er damals anders gekleidet war, aber genauso steinalt war. Also ja, Erzmagier altern halt langsam. Es müsste Rakorium gewesen sein, nur dass er eben etwas blauer gekleidet war und eine komische Kopfbedeckung hatte. Nicht so eine. So sieht er ja aus wie ein Gandalf-Verschnitt. So, machen wir mal einen Quick Save. Weil ab jetzt müssten wir uns durchkämpfen. Hör auf zu zaubern, sonst setzt es. Hä? Wo ist er denn hin, der alte Zause? Eben war er doch noch da. Was weiß denn ich? Eben war er noch da und jetzt ist er weg. Ich fühle mich so schwer. Stein. Ja, das waren halt alle mal hergehört. Versteinerte Leute. Der Esel traf Stich und weg. Okay, genug Pfeile verschossen. Ja, er schläfert die Gegner hauptsächlich ein. Räuberembleme und ein paar andere Sachen, das ist schön. Wurfmesser kriegst du. Das heißt natürlich auch, dass jetzt die Wolfsratten, die er versteinert hat, nicht mehr versteinert sind. Und stinksauer sind.